Daris. Oh Gott, ich hoffe, ich habe dich nicht ausgesprochen. Vielen lieben Dank für dein Follow. Und herzlich willkommen bei den Sandpfoten. Mach's dir bequem, falls du es nicht schon getan hast. Nur ein gescheiter Staubsaugerroboter sein. Wir haben zwei Stück. Und die waren nicht gerade billig, glaube ich. Also ich weiß es nicht. Die waren schon da, als ich eingezogen bin. Als ich zu meinem Freund gezogen bin. Ich staubsauge lieber selber. Ich mach das lieber alles frei. Per und freie Hand. Jo! Leute, ich bin zu weit. die Kack-Bomber sollen gut sein. Die Dinger auch. Hecke, also korrekt ausgesprochen, weil ich sagen muss, die englische Aussprache mir eher gefällt. Wäre das dann Cideris? Oh Gott. Wie gesagt, mit Namen bin ich grauenvoll. Es tut mir echt leid. Aber auf jeden Fall herzlich willkommen und vielen, vielen lieben Dank. Ja, meine Truppe ist auch wieder bereit. So, warte mal. Oh, Satassa wollte ich machen. Alle einverstanden mit? Ich frag lieber deswegen. Oh ja, ich hab da wieder was stöckern. Okay, ja, ich mach ja schon. Warte mal. So. Ja. Ja. Kann ich noch mal? So. Das sollte passen. So, und auch hier wieder. Den Run kenne ich auch noch nicht. Ich glaube, der ist dann auch wieder anders als der leichte Weg. Hup. Whatever. Riecht das da noch rein? Ja. Sehr gut. Oh, und bitte lass es nicht wieder so scheiße sein wie das andere. Also FF14 ist echt so ein Spiel, ich liebe es, Indies zu machen. Ich könnte den halben Tag eigentlich echt nur Indies laufen. Liegt aber auch echt eher daran, weil ich jetzt mich auch daran gewöhnt habe, hier welche laufen. Nicht mehr so feige mitten hinten drin stehe. Lauf doch nicht weg. Mag die Questen sehr gerne. Es kommt drauf an. In A Realm Reborn. Also, ich bin ja gerade so in dem Zwischending zwischen den beiden Addons. Zwischen dem Hauptspiel und dem ersten Addon bin ich also da dazwischen gerade. Da waren manche Quests echt sehr geil. Ich fand auch die Klassenquest sehr cool vom Waldläufer bzw. Baden. Die hat mich auch teilweise echt sehr mitgerissen. Aber die Indies finde ich mittlerweile auch echt gut. Ich glaube, ich habe nur eine Hass-Innie. Und ja gut, Castrum ist halt so einfach nur langweilig. Einfach nur langweilig. Stormblood fand ich mega geil zu testen und die Story hat mir gefallen. Ich spiele auf Shiva.
Also ich bin jetzt kurz vor, also ich schätze mal kurz vor Heavensward. Ich weiß nicht, wie viele Quests es noch bis dahin sind oder ob ich schon drin bin. Ich glaube, drin bin ich noch nicht. Bin halt, wie gesagt, so ein Mittelding gerade, denke ich. Hab vor 1,5 Wochen angefangen. Und ja. Fuchse mich hier noch so ein bisschen durch. Fühle mich immer noch wie ein blutiger Anfänger. Was ich wahrscheinlich auch noch bin. 56, oh ja, okay. Ich habe aufgehört zu zählen. Luna wüsste es jetzt. Luna wüsste es. Könnt mir das jetzt wunderbar sagen. Aber ich bin zufrieden. Ich bin zufrieden. Wie gesagt, ich habe vor 1,5 Monaten angefangen. Fast 2. Hallo Jonas! Ah, scheiße. Nee. Lief minimal scheiße. Minimal. Ich hoffe, es geht dir gut. Wir spielen hier noch ein bisschen FF14. Es ist mal wieder. Ich habe zurzeit eine Nachtphase. War mein Fehler. Alles gut. Mach dir da ja keine Gedanken. Ich lerne ja selber noch. Nee, aber wir machen jetzt hier gerade so eine. Wie so einen kleinen Nachtstream. Eigentlich kann man sagen, so eine kleine Vorbereitung auf nächste Woche. Nächste Woche Freitag mache ich nämlich einen 24-Stunden-Stream. Das heißt, ich fange Freitag so 10, 11 Uhr rum an, also direkt nach dem Aufstehen und ziehe dann bis Samstag 10, 11 Uhr durch. Und das ist jetzt schon mal so eine kleine Übung. Gut, wir wären jetzt bei 12,5 Stunden. Aber naja. Das längste, was ich vor ein paar Wochen geschafft habe, war 18 Stunden, glaube ich. Oder 17,5, 18 Stunden. Das war so das längste. Nicht 24 Final Fantasy, aber Final Fantasy wird auf jeden Fall dabei sein. Das wird dann so im Abendprogramm sein. Weil mit FF14 kann ich mich am längsten beschäftigen, ohne müde zu werden. Ich denke mal, wir werden Fallout weiterspielen. Ich habe jetzt vor kurzem mit Fallout New Vegas angefangen. Auf Wunsch der Community. Weil es wurde sich jetzt mehrfach halt gewünscht, dass ich mal Fallout New Vegas mache. Habe dann halt eine Abstimmung gemacht. Und ja, nach Witcher 3 gab es dann halt jetzt Fallout. Das heißt, das wird es wahrscheinlich geben. Dann FF14. Und dann mal gucken, vielleicht noch kleine Indie-Games. Je nachdem, was ich noch so zu bieten habe. Ich habe so viele Spiele, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ein Grund, warum ich auch mit dem Spiel angefangen habe. Damit ich endlich mal Spiele spiele, die ich sonst nicht spiele und die auf meiner Liste versauern seit Jahren. Die ich privat eh nicht anfangen würde. Obwohl ich sie toll finde. Oder bei anderen gesehen habe. Ah. Nee. Nein. Nicht mehr dahin rennen. Scheiße.
Wo scheint das eigentlich gerade? Oh, eine sehr gute Frage. Rage of Zen, aber vielen lieben Dank, dass du da warst. Auch nochmal für dein Follow. Und schlaf schön. Und ich hoffe, bis zum nächsten Mal. Und dir auf jeden Fall nachher noch einen wunderschönen Tag. Ich hoffe, du hattest ein bisschen Spaß hier. Nur wenn es jetzt hier gerade so... Ja. Also, ja gut, blöd läuft es ja nicht. Es ist halt einfach nur... Ich lerne diesen Dungeon ja auch, also ihn ja jetzt auch gerade das erste Mal kennen. Ist ja was anderes als die einfache Version hiervon. Ich brauche nämlich für die erste, also für neue Bosse brauche ich auch immer so ein bisschen länger, bis ich sie begreife. Also eben lag es, glaube ich, auch teilweise hinter mir. Glaube ich. Aber ich habe eben auch nicht ganz aufgepasst. Quatsch! Hybrid! Gar nicht! Alles gut! Ich habe eben auch nicht alles richtig gemacht. Dann macht ihr da ja keine Gedanken. Jela lernt. Ihr hättet auch ein bisschen besser aufpassen müssen. Ja, sag ich ja. Scheiße. Wie gesagt, das war jetzt eben gerade meine Schuld. Meine allein. Nicht aufs Gewicht. Wenn mich tatsächlich gerade einfach auf die Dings hier konzentriert hatte. Ja, das sieht doch gut aus. Sehr geil. Oh Gott. Also ich war... Gott. Eine der ersten schweren Innis. Ich weiß gar nicht mehr, welche das genau war. Da haben wir, ich glaube, 6-mal an einem Boss gesessen. Palast des Wanderers war's. Palast des Wanderers. Das war scheiße. Das war eine Scheiße, ey. Aber das lag tatsächlich weder am Heiler oder sonst, also das lag eher an einem Tank, der sich übernommen hat. Der, einfach zu viel auf einmal gemacht hat. Und das war etwas, sehr scheiße. Genauso wie einmal in der Inni für Stufe 19 oder Stufe 20, ich weiß es nicht, einer der ersten. Wo der Tank auch vorausgerannt ist. Und gefühlt 30 oder 40 Gegner um sich hatte, ohne Absprache auch mit dem Heiler. Weder ich konnte so viel erledigen in der Zeit, noch der Mage, noch konnte man so viel heilen. Und dann immer nur so, oh, ups, da habe ich mich etwas übernommen. Ups, das war wohl zu viel. Ja, ach nee, das haben wir auch gemerkt. Das hat er dreimal durchgezogen. Und dann hat er aber so einen Einlauf gekriegt. Ich weiß nicht, der hatte wahrscheinlich Spaß daran. Und der hat sich wahrscheinlich nur gedacht, so, yo. Komm, das machen wir jetzt mal so. Ich glaube echt, dass das Absicht gewesen ist, weil keiner macht einen Fehler dreimal. Also wirklich nicht.
Ich bin auch nicht gut als Tank, aber... Was scheiße. Und wie gesagt, Palast des Wanderers war furchtbar. Ich hasse es. Ich hasse den Boss, ich hasse den Dungeon, ich hasse einfach alles an der Ini. Die ist furchtbar. Nee. Was ich geil fand, war das mit den Mokris. Das ist geil. Das ist jetzt offen. Lass mich in Ruhe. Will dich nicht. Sehe ich nur noch glitzern und funkeln.
Uiuiui. So ein Davy Jones-Verschnitt. Das sind Aquadon. Oh nö. Aquadon. Aquadon kann ich noch aus Teil 1. Oder einer der Busse. Aquadon war damals schon scheiße. Warum habe ich das Gefühl, dass ich den Boss verkacken werde? Ich habe ein ganz ungutes Gefühl, wo ich stehe als Erzählung hier. Ist doch hässlich. Nein. Ich hasse es, wenn sich der Charakter nicht bewegen kann. Hallo? Nein. Ernsthaft? Genau jetzt. Hallo. Aus. Okay.